ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny Meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Freiamt daheim gegen Willisau 15-20 verloren und Kriesere gegen Einsiedler deutlich mit 28-10 gewonnen. Der Johnny hat Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Gut, letzte Wochenende. Freiamt gegen für Willisau. Beste Kampf für diese Runde und ein interessanter Kampf für diese Runde. Wegen der Vorrunde Freiamt auswärts gegen Willisau relativ viel gewinnen. Und jetzt Willisau wollte zeigen, jetzt weniger verletzt und sicher wollte auch zeigen, schon viel stärker wie vorher geschätzt. Gut, 57 Kilo Greco, Leuter Nino gegen Kunz Roger. Das ist wie erwartend, Leuter Nino achtet. Kampf, 8. Sieg, auch relativ überragend, 6-1 Punkt, 13-0 Mannschaft, und das heißt, es ist sehr gut beginnen für Freiamt. 61 Kilo Freistil, Bürgisserreto gegen Zedder Timon. Bürgisserreto ist diese Woche nicht so gut passt wie letzte Woche gewinnt, aber diese Woche verloren gegen Zedder Timon. Gerade deutlich mit 9-9, Entschuldigung. Das ist relativ hoch. In der Lage, ich vorher studierte für Punkt sicher schon, wie es machen für Bürgisserreto, aber das ist nicht passiert. 65 Kilo Greco, Vollenweide, Gabriel gegen Portman Michi. Was auch ein bisschen überrascht für Einsetzen für Freiamt ist nicht vorgründig gesetzt, der junge Vollenweider Gabriel. Aber Willisau noch jünger gesetzt für Portnam Michi, welcher ist für Vorrunde für 61 Kilo gerungen. Und sehr gut Kampf zeigt 6-3 gewinnt für Vollenweider Gabriel. Das ist 2-1 Punkt für Freiamt. Und Portnam Michi ist sicher sehr gut kämpfen, ein normaler Ringt für 61 Kilo. 70 Kilo Freistil Uwe Christian gegen Oreger Kirian. Oreger Kirian vorletzte Wochenende gegen für Hodemarco verloren. Aber jetzt schon wieder zeigt, er ist gerade ein Ringer, welcher schon möglich 70 Kilo und 74 Kilo einen guten Tag habe, alles schon möglich gewinnen. Und Oreger Kirian 6-0 gewinnt, das ist 13 Mannschaft Punkt. 74 Kilo Greco Götzmann gegen Heiniger Roger. Das ist sicher ein sehr interessanter Kampf. Junior Götzmann und mehrfach der Schweizer Meister Heiniger Roger. Aber Heiniger Roger ist in die Routine 19 und 8-3 Punktsieger, das ist 3-1 Mannschaft. 74 Kilo Freisti, Jakob Manuel Studer Mirko. Wir sind speziell überrascht, für Jakob Manuel hat für Punkt abgeben. Aber das schwächste Kampf sind, das schon muss weiß. Vor ist so viel führt für Willisau, nachher ist gar keine Chance mehr für Freiamt für Holen. Und mindestens retten für einen Unentschieden. So Jakob gewinnt für 12 zu 3-1 Mannschaft. 80 Kilo Greco, Strebi Paska, Hirschi Sven. Wie vorher gesagt, Strebi Paska wie ein guter Wein, wenn älter worden, immer besser worden. Schon wieder technische Überlegenheit gewonnen. 86 Kilo Freistil, Küngniko gegen Reiko Andreas. Küngniko relativ lang verletzt.
das schon gesehen, letzte Woche gesehen, dann vor zwei Wochen gesehen, eher geringer für Regionalliga, aber es ist gar nicht gleiche vor wie vor zwei Jahren. Es brauchen immer noch Zeit, aber ich weiß nicht, diese Mannschaftsmeisterschaft, das kommt für Atekung nicht retour oder nicht, aber jetzt ist Egmund und das ist viel besser, sie hat 2 gewonnen, 3-2-1 Mannschaft. 97 Kilo Greco, Zurfug Roman gegen Scherer Samuel, 4-1 Einzelpunkt Gewinn für Scherer Samuel, für Vorrunde er verlor für Zurfug Roman, auch mit der Knopf, aber jetzt ist gegeben für Revanche. 130 Kilo Freistil, Gurnet, Pascal Rieser, Marco. Wie vorher gesagt, Marco ist diese Jahre ist überragende Saison, alle Kampf ausgenommen gegen Supiger Martin, technische Überlegenheit gewonnen. Aber Punkt bis jetzt ist es nicht abgegeben, das ist ein super Resultat für Marco. Das Gesamtresultat so ist 20-15 gewinnt für Willisau. Das heißt, ist die Position hat sich schon beginnen und immer schärfer geworden. Wir haben noch 2 Kampf und ich Freiamt immer noch muss ringen für Priessen auch. Und das ist nicht so einfach. Klar, jetzt ist schon habe erste 4 Willisau, Freiamt, Priessen und Ergis Ries dabei für Halbfinale. Gegen Schadorf jetzt habe 4 Punkte und vierte momentan ist für Willisau für 9 Punkte. Das heißt, zwei Kampf das nicht möglich holen. Das heißt, diese 4 Mannschaft schon dabei für Halbfinale jetzt einfach. Und alle 4 positionieren, welche ist für seine Wünschgegner, vielleicht klappt es nicht, das ist schwer zu sagen. Gut, nächster Kampf, Priessen gegen Einsiedel, wie erwartet, auch gewinnt für Priessen, 28-10 zu Hause. 57 Kilo Greco, Obrich Fabian ist ein ganz junger Ringer, gegen alterroutinierter Deller Patrick, der technische Überlegenheit verloren für Obrich Fabian, 16-0 für Deler Patrick, 4-0 Mannschaft für Ringerige Eisrieder. Da führt Ringerige Eisrieder 4-0, das ist das Beste passiert für Eisrieder und da auf 5-4 Kampf. Erste Mal und letzte Mal führt für diesen Match. 61 Kilo Freistil, Molnár Gábor gegen Kerindani. Gábor jetzt ist Freistil eingesetzt, er normal ist Greco-Spezialist, aber das zeigt, er kann für Freistil auch ringen gegen Kerindani, auch 16-0 technische Überlegenheit gewonnen. Das heißt, sehr hohes Niveau habe er und er ist, ich weiß nicht, für 61 Kilo für diese Saison ein habe Chance für er schlage oder nicht, aber ich glaube nicht. Egal ist Greco oder für Freistil. Das ist ein sehr guter Punkt für Priessen für Zukunft. 65 Kilo Greco, Wittenwiller, Manuel gegen Schönbeckler Michi. Schönbeckler Michi gewinnt 10-8. Aber das muss ich sagen, sicher sehr spannender Kampf sein. Und Wittenwiller, Manuel sehr gut gekämpft, diese Jahre sehr gut. Sehr viele Matches gewonnen und jetzt auch ganz knapp verloren. 0-1-2 für Mannschaft und das ist sehr gut. 70 Kilo Freistil, Dietschemark gegen Nerian. Das ist klar, Dietschemark ist aktueller Schweizer Meister für 70 Kilo Freistil. Das schon zeigt, technische Überlegenheit gewinnt 15-0. Sirienko Sergei gegen Kercher Peter. Technische Überlegenheit gewonnen für 4-0. War ich schon gesagt, da habe Problem für Einsiedel, kein Ringer für 74 Kilo, Neuer ist immer noch verletzt und er ist auch fast 50-jähriger, das ist schon schade. 74 Kilo Freistil, ein bisschen überrascht zu mir, aber vielleicht Priessen auch meint, dass für Neuer immer noch verletzt, wegen 74 Freistil, selbst für Hügenbühler David, der ist normal, ist Greco-Spezialist, aber er gar nicht muss ringen wegen Neri aufgeben für Kampf. So ist 4-0 gewinnen, wegen Neri wie immer noch verletzt. 80 Kilo Greco, Dice Damian gegen Flip Bruno. Das ist für internationale Routing gewinnt, 16-0 gewinnt für Dice Fabian. 86 Kilo Freistil, Brecciato Tobias gegen Burkhard Andreas.
6-12. Hoe kan dan als deze zelfs een zeer goed zijn? Een zeer goed ringer gewonnen. Deutlich gewonnen, 6-7 Punkte, das ist eine sehr gute Saison habe für Andreas. 97 Kilo Greco, Hutter Philipp gegen Neyersen. Die Vorrunde Hutter Philipp verloren gegen Neyersen, aber jetzt diese 4-3 gewonnen, das ist eine 2-1 Mannschaft für Neyersen. Und 130 Kilo Freistil, Ruder für Hutter Philipp für Hutter Jürg, ein Schneider Bruno. 15 zum Mut technisch Überlegenheit gewinnen. Das schon zeigt, leider sind sie da. Jetzt muss konzentrieren für Aufstieg und Ausstieg, Kampf gegen für Erste für Nationalliga B. Und das auch nicht so einfach, wenn wir so wie es mir vorstellen für die Mannschaft. Das meinte Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Spannend! Bereits am Samstag trifft der zweite Hergisiu daheim auf den Tabellenerste Krieseren. Willisau auswärts auf Einsiedeln und Schattdorf auf Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.